So, zack. Jetzt gucken wir mal den nächsten Auftrag an. Wir haben zwei zur Auswahl. Wir können entweder hier Männerarbeit oder hier 100 Jahre Erinnerung. Zwei Entscheidungen, 11 Räume. Zwei Entscheidungen, 7 Räume. Ich glaube, wir machen das erstmal. Akzeptieren. Herzlich willkommen zu HGTV. So, nein. Auftrag 100 Jahre Erinnerung. Dieses Haus ist über 100 Jahre alt und die hölzerne Verkleidung überall gibt einen einzigartigen Stil. Das wäre perfekt für Lily und Trevor, eine Familie von Seeleuten. Die Familie hat sich gleich in das Haus verliebt. Es war nicht günstig, also ist das Budget für die Renovierung begrenzt. Es sollte genau ausreichen, um es etwas aufzufrischen und ein paar Veränderungen vorzunehmen. Viel Erfolg, Oliver Jordan. Budget von 2502 Dollar und 6 Cent. Zwei Entscheidungen, 11 Räume. Los geht's. Sieht aber wirklich schick aus. Jo. Zack, gehen wir mal rein hier. Okay. Was ist denn hier passiert? Das wüsste ich gern mal. Machen wir erstmal von außen sauber hier. Was haben die mit dem Haus veranstaltet? Ich habe einen super Besen. Ich komme bis da oben ran. What? Ja, hier komme ich nicht durch. Doch. Ich glaube, hier brauche ich ein Gerüst mit Pech. Das ist blöd. Wenn ich da oben nicht rankomme. Müssen wir mal gucken. Weil Gerüst kostet natürlich Geld und geht aufs Budget. Ungünstig, also unschön für uns. Ja, hier gibt es ein Gerüst. Sehr schön. Das habe ich gesucht. Ah, das Dach muss ja auch gemacht werden. Okay. So, Dido. Na, ich hänge schon wieder an der Pflanze. So, gehen wir mal hoch aufs Dach. Was die mit diesem Haus veranstaltet haben, wüsste ich gern mal. Geht's denn eigentlich noch eine Etage höher? Na gut. Wir nehmen mal das Gerüst mit. Lob. Das Gerüst ist schwer, deswegen laufen wir so langsam. So. Ups. Egal. Steckt halb im Dach. So. Besen. Hier ist ja alles sauber. Hä? Ah, das sind die Säulen. Gut zu wissen. So, dann einmal hier oben, das hatten wir vorhin nicht mitgekriegt. Also nicht sauber gekriegt. So.
Hier ist auch noch irgendwas. Ich kann nur nichts sehen. Aber jetzt ging's. Egal. Gott, ist das eine Reinigungsarbeit hier. Komisch, ich kann hier nichts erkennen. Aber egal. Naja. Ja, ich will nicht hoch. Ich will hier rum. Hier war ich drauf eben. So, das ist auch sauber. Auch sieht gut aus im Außenbereich des Hauses. Ja, haben wir auch. Ah, es hängt. Da vielleicht noch, ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Gefällt mir. Hier ist noch was. Kann ich verkaufen? Kann ich nicht verkaufen. Okay. Hätte beim Budget ein bisschen geholfen, aber naja, ist nicht mein Eigentum. So, reingehen. Das ist also das neue Haus von... Ich habe die Namen vergessen. Wie heißen die beiden? Steht hier leider nicht mehr. Okay. Putzen wir erstmal eine Runde. Oh, wie es verdreckt. Okay, eine Sicherung ist durchgebrannt. Da kümmern wir uns auch drum. Einmal Staub wischen. Wow, ist das hier verdreckt. Wow, die Küche sieht aus. Ist ja wie Lost Place. Irgendwo ist hier noch... Nee, hat er weggenommen. Gut. Was können wir hier machen? Welche Veränderungen sollen wir in der Küche vornehmen? Lass uns die Lampen und den Spiegel bei der Spüle entfernen. An ihrer Stelle können wir dann elegante Fliesen anbringen und einen Spiegel beim Kühlschrank befestigen. Das wird den Raum optisch vergrößern. Der Spiegel passt dort gut und erscheint wie ein Fenster. Wir sollten nur ein paar mehr Lampen kaufen, um den Raum aufzuhellen. Das klingt gut. Machen wir... Hängende Glühbirne. Dekorative lange oder kurze? Lange. Deko. Lange hängende Glühbirne. Ist alles ein bisschen heller. Und grau gehalten. Also hier einmal die hin. Und hier einmal dahin. Und zwei Halogenlampen. Halogenlampe. Da. Zack und zack. Passt. So. Ich drücke mal den falschen Knopf hier. So. Was ist das da hinten für ein Räumchen? Ah, Schlafzimmer. Ui. Wir haben ein Tresor gefunden. Doch, Schatz. Arr. So. Zack.
Leider sind wir in der Küche schon durch. Hätte ich das mal eher gewusst. Müll. Mach mal das Ding hier auf. Die Sicherung ist durch. Jetzt haben wir auch wieder Strom, denke ich mal. Gott, ist das verwinkelt hier. Was ist denn hier dreckig? So. Wie können wir das extra Budget am besten nutzen? Ein Küchenschrank, Regal und neue Fliesen sollen genug sein. Wir können das Budget woanders nutzen. Lass uns etwas Verrücktes im Bad machen und ein zweites Waschbecken anbringen. Eine moderne Dusche und eine Toilette. Außerdem sollten wir neue Schränke und Fliesen besorgen. Machen wir. Plum, plum. Oh? Ich dachte, ich darf eine neue machen. Na gut. Wandfliesen legen weißes Porzellanmosaik. Weißes Porzellanmosaik. Weißes Porzellanmosaik Wände. Da ist es. In weiß natürlich. Ich hoffe, die machen hier jetzt endlich mal bald, dass das schneller geht. Oder besser geht. Ach, guck mal, das ist ja cool gemacht. Okay, das ist cool gemacht. Das macht's einfacher. Endlich haben sie hier mal was dran getan. Fliesenlegen war immer der Graus. Also zumindest Wandfliesen und sowas alles. Okay, das macht das ganze Fliesenlegen jetzt deutlich entspannter. Ich parkiere jetzt also das Paket und kann dann loslegen. Das finde ich gut. Wie komme ich jetzt hinter die Dusche? Ach Mann. Dann machen wir erstmal hier weiter. Wenn sie es jetzt noch hinkriegen würden, dass man hier nicht bei solchen Ebenen eine ganze Reihe Fliesen verbrät, dann wäre das richtig toll. Aber was soll's. Es ist schon mal ein Anfang. Nicht jedes Mal wieder unten auf das Ding klicken, wieder eine Fliese, wieder auf das Ding klicken. Ha! Bin ja mal gespannt, was die Arbeit noch erleichtern wird in dem Spiel. Oder wie. Was sie noch verändert haben. Ach, ich muss auch Bodenfliesen legen. Ich bin ja blöd, ne? Also Wandfliesen mache ich gerade. Machen wir das erstmal fertig. Aber ich glaube, die sollten wir wahrscheinlich sowieso legen. Machen wir erstmal die Bodenfliesen. Halt! Zurück. Weißes. Moment. Porzellanmosaik. Boden. Kauf viele. Zick. Nein. Doch andere. Dekorative helle Porzellanfliesen. Was? Was denn nu? Da stand doch gerade. Was wollt ihr von mir? Oh, dekorative helle Porzellanfliesen. Jetzt. Dankeschön. Also wir hätten die Dinger gar nicht kaufen brauchen und auch nicht legen brauchen, aber so haben wir wenigstens gelernt, wie das jetzt aussieht. Und das finde ich gar nicht schlecht. Ich mache die trotzdem. Ich habe sie gekauft und wir legen die jetzt an die Wände. Holz ist im Bad nie praktisch. So. So, Hand wieder. Altmodischer Spiegel. Altmodischer Spiegel. Da ist er. Ich nehme den mal in Holz. Graues Holz sieht immer gut aus. Kaufen. Ja. Kleiner altmodischer Schrank.
haben wir auch irgendwo. Altmodischer. Da. Auch in grauem Holz. Und altmodisches Hängeboard. Auch in grauem Holz. So. Das Board ist fertig. Ich glaub's ja nicht. Aber, ach, oben müssen wir nochmal hin. So, Fliesen wieder verkaufen, die wir umsonst gekauft haben. Ich hab ein Glück heute. Sag ich euch, ich hab ein Glück. So, Bett entfernen. Streiche mit den Farben Silbereis. Dann streichen wir erstmal. So, Silbereis. Da ist es. Zack. So, noch ein bisschen was hier. Gut, auch wieder zu viel gekauft. Naja. Ein Topf hätte gereicht. Aber gut, verkaufen wir das. So, Doppelbett Mall. Oder Mal. Mal. So, mal gucken. Wir brauchen das. Ich will das alles in die Farbe graues Holz ungefähr. Dunkelblau passt. Das passt nicht so ganz. Das passt auch nicht so ganz. Wir nehmen Dunkelblau. Wir wollen das ja so marinemäßig. Also die sind ja so Schiffsfans. Also halten wir das alles mal so ein bisschen in dunkleren Farben. Nachttisch Hermes. Da. Gibt es den auch in dunklem, im grauen Holz? Ja, natürlich. Wo ist hier vorne? Wieso steht der genau verkehrt herum? So, steht. Stilisierte Lampe. Was ist eine stilisierte Lampe? Ach, sowas. Ja, gefällt mir. Und dann bitte auch in Blau, oder? Ja, Blau passt am besten bei uns. Teppich mit Löwenzahn. Okay. Löwenzahn. Da. Ich nehme das Ganze auch wieder in Hellblau. Haben wir hier, weil hier ist unser Platz, wo wir aufstehen. Da kommt also auch der Teppich hin. Zu wenig Platz. Toll. Wieso zu wenig Platz? Hm. Hier vorne. Ja, machen wir das hier hin. Muss ja ein bisschen gleichmäßig aussehen. Sonnenuntergang am Strand. Das ist das. Kaufen. Kommt oben übers Bett. So. Supi. Gefällt mir. Können wir den verkaufen? Nö. Spielen hier keinen Diebstahl-Simulator. Ach, wie geil. So, Bad ist fertig. Schlafzimmer ist fertig.
Wohnzimmer. Fußboden dunkles Mahagoni. Zack. 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 Beim Kamin lasse ich das mal weg. Gucken, ob es auch so geht. Nee, natürlich nicht. Ja. So, helles Ecksofa, links Melina. Hä? Melina. Helles Ecksofa, links Melina. Das ist das hier. Das gibt es auch in Grau. Dann nehmen wir das doch in Grau. Wo soll ich das hinstellen? Am besten. Hier ist der Kamin. Oh, dann stellen wir das hier vor die Fenster. Memo, der dunkle Couchtisch. Memo. Dunkelgrau. Wie gesagt, alles so ein bisschen in einem Versuch, in ein, zwei Farbtönen. Das passt immer am besten. Dann brauchen wir noch zwei Yucca-Palmen. Yucca. Und eine Fensterblatt. Ach, Kamin geht. So, das Wohnzimmer ist auch ready. Gehen wir mal nach oben. Oh. Was habt ihr hier oben getrieben? Na gut, immer mal sauber. Haben wir ganz vergessen. Hier oben. So. Das schöne Schlafzimmer ist auch sauber. Das ist das zweite Schlafzimmer. Bad ist sauber. Drei Schlafzimmer hat das Ding. Gleich mal. Und wir sind fertig. Nein, auch nicht ganz. Irgendwas fehlt. Gehen wir mal alles durch. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Gehen wir weiter. Ah, Küche. Verschiedene matte Porzellanfliesen. Everything done. Wieso ist der Herd an? Meine Güte. Wer hat den Herd angemacht? Ist ja geil. Dass das geht? Cool. Das ist ja geil. Kann ich noch irgendwas? Kann ich Wasser anmachen? Nö. Schade. Aber cool. So, los geht's. Auftrag abschließen. Und so wurde aus dem schönen ehemaligen Seemannshaus ein modernes Zuhause. Und die beiden freuen sich und werden dort glücklich. Bis an ihr Lebensende. So.